Hallo Freunde der Nacht, da bin ich, euer Zadum mit einer neuen Folge Star DS. Wir sind wieder in dem Staubsturm. Ja, in der letzten Folge ging das los mit dem Staubsturm. Und unlucky ist es halt, weil wir jetzt auch hier doppelte Antriebe haben, sodass wir dann schneller vorankommen. Wir mussten halt alles nach unten drosseln, die Forschung abbrechen, logischerweise. Und ich weiß gar nicht, hatten wir auch hier ein paar verschiedene Sachen ausgeschalten. Naja, Raffinerie, Nährstoffextraktor und so ist alles abgeschalten. Und unter anderem auch die Arbeitsspeicher hier, weil wir haben ja keine Forschung, deswegen brauchen die nicht Schmelzofen, alles abgeschalten. Wegen dem Staubsturm. Und schaut mal, was jetzt noch kommt. Enterkapsel in Schiffsnähe. Das Radar hat eine sich nähernde Enterkapsel entdeckt. Sie wird in etwa 1 Stunde 47 Minuten in der Umgebung des Schiffes sein. Überhaupt nicht gut. Ich habe überhaupt keine Erfahrung damit. Unser letzter Piratenangriff, ich lasse die Zeit mal langsam weiter vergehen, war ja, während wir hier abgeschalten hatten, den Schiffscomputer. Wir wollten das eigentlich bei 50% wieder abschalten. Das ist jetzt bald, aber wir warten jetzt erstmal ab, was hier mit dieser Enterkapsel geschieht. Wie dann der Kampf hier vonstatten geht, haben wir ja noch nie gesehen. Ich bin gespannt. Wir fliegen jetzt wieder, vielleicht können wir dieser Enterkapsel entkommen. Kein Dunst, ob die mit starken Triebwerken ausgestattet ist, dass die uns hinterherkommt oder so. Dürfen gespannt sein. Ich bin wirklich gespannt, wie das vonstatten geht. Ich hoffe, glimpflich für uns. Am besten wäre es, wenn die gar nicht aufs Schiff kämen. Wir bauen auch weiter diese Hüllenpanzerung hier ringsrum. Ihr seht das hier. Jetzt, Enterkapsel nähert sich. Ja, die scheinen Triebwerke zu haben. Piraten. Oh Gott. Die sind nicht sehr freundlich. Die sehen nicht sehr freundlich aus. Sehen wir die auf der Karte? Nee. Treffen wir uns genau. Oh je. Hat ja gesagt, das ist vorn. Wenn die von vorn kommen, also wenn das hier vorn ist, müsste man in die Richtung davonfliegen und denen so entkommen. Wir probieren es mal. Brechen mal das Ziel ab und sagen, fliegt mal in die Richtung. Es bringt nichts, oder? Wir entkommen denen einfach nicht. Nein, die sind gleich da. Ach du grüne Neune, wir werden geändert.
Die ignorieren erstmal die Höhlenpanzerung. Die ignorieren unser Schiff. Sag bloß, die kommen dann mitten hier drin. Aha. Tatsächlich, die kommen dann hier so raus. Oder was? Hä? Ich bin verwirrt, Leute. Erstmal ist jetzt hier der Strom ausgefallen. Da scheinen aber keine Gegner drauf gewesen zu sein. Der Lagercontainer ist zerstört worden. Hier war doch noch ein Lagercontainer. Komisch. Was haben die noch zerstört? Werden so einen Verbinder wohl noch dort stehen oder wie? Ah, man merkt sich das. Ich merke mir das einfach nicht. Wir bauen mal so einen Verbinder noch mit hin. Hä? Errungenschaft geändert, freigeschaltet. Werde von Räubern geändert. Ja, wo sind die denn? Die Räuber. Hier sind sie. Hä? Wo kommen der jetzt auf einmal her? Ach, die sind hier durchgebrochen. Durch die Wand oder was? So, wer kämpft denn jetzt hier? Die Katalea kämpft. Gegen den Menschen. Unser Hund greift auch noch den an hier. Die Jennifer. Aha, so funktioniert das also. Dann kommt die hier durch. Es scheint aber nur ein einziger Pirat zu sein. Da haben wir es mal gesehen. Aha. Müssen aufpassen. Sauerstoff ist hier noch vorhanden. Na gut, klar. Du scheinst eine verlassene Enterkapsel an deinem Schiff zu haben. Es wird empfohlen, die Kapsel zu bergen, da sie einige wertvolle Materialien enthält. Wähle die Kapsel aus und wähle die Aktion Demontieren. Im Lager ist nichts von der Enterkapsel, aber wir können sie halt demontieren. Die Frage ist, ob wir dann hier ein Leck in unserem Boden haben. Ich hoffe mal nicht. Nährstoffextraktor müssen wir dann mal wieder anwerfen. Wir brauchen Mehl und dann der Körper kann ja hier auch verarbeitet werden. Räumen das jetzt erstmal alles weg. Wir werden dem Verbinder hier mal Priorität einräumen, dass die Heizung und alles hier wieder angeschalten werden kann. Wir haben zwar eh ausgeschaltet hier unten die zwei Geräte, aber die sollen ja trotzdem erstmal mit Strom verbunden sein. Ja, wir flogen ja oder haben versucht zu fliehen, aber das hat nicht funktioniert. Automatisch verbinden. Hier oben fehlt jetzt noch eine Verbindung. Da werden wir den Verbinder da hinschicken. Wir wollen natürlich weiter nach Covaccia reisen. Auf geht's.
Wenn wir Energiewaffen haben, die Frage ist, müsste man halt jeden damit ausstatten. Also ich weiß jetzt nicht, was. Oh, Objekte in unserem Bereich. Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt die Katalea dazu befähigt hat, dort anzugreifen. Kann man das irgendwo einstellen? Oder wir schauen uns mal die Katalea an. Wo ist sie denn? Ja. Also sie hat jetzt keinen Nahkampf oder so als Skill. Auch keine besondere Ausrüstung. War es Zufall, dass die da jetzt gerade zum Kampf da angetreten ist? Anscheinend. Das würde ja bedeuten, dass wir jeden mit Energiewaffen ausstatten müssten. Ah, in unsicheren Bereich. Zwei Objekte. Zu heiß wird's hier. Ja, 40 Grad. Das geht doch noch. Das ist halt nur wegen diesem Aufbereiter. Das war aber sonst nie irgendwie ein Problem. Jetzt wird die Jennifer verarbeitet. Wenn es anhalten sollte, ja, schaut mal, 40 Grad, das ist doch nicht so heiß. Das hält doch jeder aus. Da sinkt es auch schon wieder. Weil im Moment gerade nichts verarbeitet wird. Und zur Not müsste man den dann halt oben mit zum Schmelzofen bringen. Aber ich sehe da jetzt noch keine Veranlassung dazu. Aktueller Bedarf 400 kW, Leistung ist 430. Das ist doch schön. Räumt das Zeug doch mal alles weg. Es ist genügend Platz vorhanden in den Lagereinheiten. Zur Not bauen wir halt hier noch eine Lagereinheit wieder daneben. Hatte ich schon mal erwähnt, dass mit der Staubsturm auf den Zeiger geht? Denke schon, oder? Die sollen das hier erstmal fertig bauen, die Mauer. Als Enderkapseln halt die Hüllenpanzerung nicht ab. Und auch die, ja, die sehen das halt als 3D-Objekt hier, unser Raumschiff. Sind halt hier durch den Boden gekommen, ja. Klar. Macht schon Sinn. Das könnte jeder, könnte von überall unser Raumschiff erreichen. Die könnten überall anlanden mit ihren beknackten Enderkapseln. Ja, wieso? Habt ihr das gesehen? Die Drohne verblieb hier mitten in diesem Antriebsstrahl unserer Düsen. Ist klar, dass du da Schaden kriegst. Oh. Napsülze. Den können wir übrigens ausschalten. Den Teleporter brauchen wir im Moment nicht. Ja, da fehlt es an Pflanzenfasern. Wir haben über 200. Kaffee wird ordentlich hergestellt. Wir werden den Kühlschrank mal wieder mit einschalten. Staubsturm hat geendet. Oh, Gott sei Dank. Ja, und sofort brauchen wir die Materiereaktoren nicht mehr. Das ist schon krass.
Ausschalten, ausschalten, ausschalten und ausschalten. Mittelfristig gesehen sollten wir weiter diese Reaktoreffizienzmodule bauen. Problem ist halt, das kostet halt 200 kW hier an dem Handwerkstisch. Also entweder forschen oder solche Reaktoreffizienzmodule bauen. Schaut mal, Holzscheide wurden entdeckt auf Pluvias Domum. Da unten. Der nächste Weg. Gut, das so viel dazu, dass dann halt nur Kovatscha gescannt wird. Nö, auch die anderen Planeten werden, oder das ganze System scheint nach den Sachen hier gescannt zu werden. Holzscheit, Kohle, hatten wir doch schon gescannt, oder? Nach Kohle? Nee, anscheinend noch nicht. Dann wählen wir mal Kohle aus. Was ist das? Hä? Errungenschaft, das war hier aber eben noch nicht. Finde ein Ei auf deinem Schiff. Bitte was? Ein Ei? Nicht identifiziertes Objekt. Das ist hier durch die Öffnung gekommen. Umsetzen. Ihr wisst wohin. Dahin, bitte. Ein Ei. Was schlüpft denn aus dem Ei? Ich befürchte nichts Gutes, oder? Bestimmt irgendwas, was uns fressen will. Jetzt ist schon was geschlüpft. Aus dem Ei ist etwas geschlüpft. Mehrere neue Lebensformen entdeckt. Vorsicht ist geboten. Bitte was? Orakel, bodengebundenes Wesen, konnte keinen Weg zum Zielort finden. Prüfe, ob die Türen mit Strom versorgt werden und nicht verschlossen sind oder ob das Wesen nicht eingemauert ist. Was ist los hier? Super tot. Ja. Tut uns leid, aber so schnell kannst du ja gar nicht reagieren. Und du hast ja hier einen komischen Ort ausgesucht. Scheibenkleister, hätten wir es mal eher entdeckt. Das ist nicht verriegelt. Das ist offen. Ach, ich verstehe, wartet mal. Wir müssten das jetzt hier schließen. Und jetzt müsste das abgeholt werden können. Dadurch, dass die Luftschleuse offen war, kam Orakel hier anscheinend nicht raus. Tut uns leid. Wir verschließen das jetzt hier auch mal kurz. Öffnen hier den Lüftungsschacht. Ach, hätte ich schneller reagieren sollen. Ja, es wird gleich zu heiß hier, dadurch, dass es halt offen ist. In den Weltraum gesaugt. Orakel befand sich in einem unter Druck stehenden Bereich in der Nähe einer Luftschleuse. Die sich plötzlich öffnete, wurde unglücklicherweise in den Weiten des Weltraums abgesaugt. Auf Nimmerwiedersehen. Was musst du denn hier alles achten? Das ist ja krass. Aber war ja eh schon tot. Scheibenkleister. Mann, 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 Mann. Fragmentierung 50%. Schaden durch Hitze, ja. Dann schalten wir den Schiffscomputer jetzt aus.
Geändert worden sind wir ja gerade. Ich hoffe, das wird jetzt nicht wieder erfolgen. Nö, scheint alles okay zu sein. Ich hatte jetzt in dem Ereignisprotokoll auch nichts gelesen. Ich hatte zwar nur kurz überflogen, aber sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Ereignisprotokoll, wir können mal nachgucken. Ja. Beende Defragmentierung und hier hat sie begonnen. Also dazwischen scheint es nichts zu geben, was irgendwie hätte, ja, für unser Interesse gesorgt. Also alles im grünen Bereich. Schön. Wir sind weiter auf dem Weg nach Covaccia. Jawohl. Und scannen nach Kohle. Das ist auch bald durch. Oh, noch ein Ei. Wo kommen denn die Eier jetzt hierher? Ich dachte, das wäre halt durch diese Öffnung gekommen, aber jetzt ist das hier mittendrin. Jetzt wird er gleich wieder schlüpfen. Abtransportiert. In den Raum hier oben. Reaktoren sind alle aus. Die Teile müssen wir jetzt alle anschalten. Da gibt es doch eine Möglichkeit, wie man die hier alle einschalten, oder? Nicht, dass wir die alle einzeln jetzt hier anklicken müssen. Müssen die jetzt wirklich alle einzeln einschalten? Oder gibt es da noch irgendwie eine andere Möglichkeit? Hatten wir nicht auch alle mit einmal ausschalten können? Ich hätte gedacht, ja. Stopp, stopp, stopp. Details, Energieerzeuger abgeschaltet. Arbeitsspeichermodule, hier können wir die alle einschalten. Tür soll immer verriegelt bleiben. Wir wissen ja nie, was hier rauskommt. Jetzt können wir weiter unsere Hüllenpanzerung bauen. Ziehen wir das noch hier lang. So. Also gegen Meteoriten hat es geholfen.
Hier unten hatten wir das ja gebaut und da war es erfolgreich zur Abwehr. Das können wir alles zerstören. Ebenso das hier. Und das auch noch. Schwupps. Demontiert das mal bitte. Dann können wir uns jetzt um die Forschung kümmern. Und da werden wir weiter die Energiewaffen erforschen. Das nicht. Energiespeicher, Energieautomation, Antrieb. Wo war das denn? Hier irgendwo. Ja, zur Warteschlange hinzufügen. Kohle not found. Es wurde nirgendwo Kohle gefunden. Das ist ja nicht so toll. Bedeutet, wir kriegen Kohle nach wie vor nur aus Felsen. Werden wir nach Felsen gescannt? Glaube noch nicht, oder? Scannen wir mal nach Felsen. Und danach ist das nächste Kupfer. Aber erstmal nach Felsen scannen. Felsen und dann Kupfer. Geschwindigkeit können wir hochnehmen. Kohle not found. Ja, Mehl wird benötigt, ist auch klar. Hier wird alles abgebaut bzw. zurückgebaut. Das passt soweit alles. Irgendjemanden ging es ja nicht besonders. Minus 6, Allison Clark. Was hat denn dir die Stimmung verhagelt? In einem nicht vertrauten Bett geschlafen, einsam, keine Dusche. Wir brauchen halt unbedingt diesen Gummi und so. Flug wird abgebrochen. Was? Flug wird abgebrochen, das Schiff wurde in zwei Teile zerlegt. Binde die abgetrennten Teile wieder, um den Flug fortsetzen zu können. Bitte was? Oh Gott, mach keinen Mist. Hä? Wollen die von uns? Das ist doch trotzdem nach wie vor alles verbunden, oder? Ach so, nee, stimmt ja. Die Hüllenpanzerung schwebt sonst. Stimmt ja. Seht ihr das? Die muss ja irgendwo befestigt sein. Ja, macht Sinn. Ah, ich bin ein Knilch, ey. Hallo? Dann lassen wir das hier mit diesem Boden halt verbunden. Also verbunden sein. So, da gibt es vier Stellen, womit unsere Hüllenpanzerung hier verbunden ist. Und dann geht das halt auch weiter. Wir werden das mal dem mal die höchste Priorität hier einräumen. Dass wir den Flug schnell fortsetzen können. Das warten wir mal noch ab, Leute. Krass, oder?
Energietechnisch sollte es ordentlich nach unten gehen. 640, 650 maximale Leistung. Was hatten wir denn hier bei der Forschung eingegeben? Ja, wird schon mit 250 kW geforscht, das ist schön. Da ist die Verbindung jetzt wieder da. Dann könnt ihr auch den Flug fortsetzen. Hierher reisen. Die Sonde ist fertig gebaut, habe ich gerade gesehen, oder? Ja. Dann lasst uns mal Tomsk erforschen, das ist auch noch relativ nah. Sonde starten. Da fliegt sie. Und erforscht jetzt Tomsk. Schön. Flug wird fortgesetzt. Was macht das Ei? Es pulsiert grün. Schmelzofen können wir einschalten. Kann ruhig weiter schmelzen. Energie muss man ein bisschen im Auge behalten. Das ist aber alles okay. Verarbeitungseinstellung, hier wird Kohle verarbeitet und hier unten. Ja, ebenfalls Kohle. Wir werden das wieder umändern. Wir werden das ja umgeändert, nur wegen den Staubsturm. Alles zulassen und hier ebenso alles zulassen. Dann läuft das. Die Lagereinheiten werden voll. Hier ist noch richtig viel Platz im Lager. Und sammelt mal hier den ganzen Schrott bitte auf. Muss ja nicht sein, dass das draußen rumliegt. Wie gesagt, im Lager ist genügend Platz. Okay, Freunde, danach, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen oben da, schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben und rechts unten gibt es wunderschöne Buttons, um diesen Kanal zu abonnieren. Würde mich tierisch freuen und schaut mal in Pflanzgefäß aufgrund von Verschleiß ausgefallen, Reparatur erforderlich. Ja, kümmern wir uns in der nächsten Folge gleich als allererstes drum. Freunde der Nacht, das war's von mir. Bis dahin, bye bye, euer Sadum.